Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subdistance hier auf Dalbert TV. So, ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Da vorne schwimmt ein Reh, das hätte ich fast gefangen mit der Angel. Jetzt haben wir leider knapp dran vorbeigeschwommen. Stattdessen habe ich wieder so einen kleinen Popelfisch hier bekommen. Genau, ich werde jetzt diese Angeltour hier noch zu Ende machen. Das ist hiernach noch einmal auswerfen und danach werden wir noch ein bisschen bauen. Und dann seht ihr oben links schon, es ist mittlerweile zu kalt. Das heißt, ich kriege auch Schaden, wenn ich draußen rumrenne. Dementsprechend werden wir jetzt nur noch kleinere Lootausflüge machen. Aber ich denke mal, dass wir da trotzdem ordentlich was finden werden. Und wieder so ein kleiner Probefisch. Das Lustige ist, ich habe am Ende der letzten Folge auch zwei Schnüre ausgeworfen und habe einmal diesen richtig dicken Karpfen oder was das da ist gefangen und einmal einen großen Lachs. Also da kam ordentlich was bei rum. Dementsprechend habe ich auch meine zwei Heilkits da unten wieder drin. Jetzt mache ich es onscreen und ich kriege wieder nur kleinen Mist. Vielleicht sollte ich wirklich nur noch offscreen angeln. Könnte ein Zeichen sein. Nun gut, zwei Fischöl haben wir schon wieder. Nehmen wir mit, kann nicht schaden. So, dann lasst uns mal sehen. Und zwar habe ich vor, hier noch ein bisschen was zu verändern. Und zwar soll hier das Ding drauf, aber ich komme nicht hoch genug, merke ich gerade. Gucken wir mal eben, wie sich das verhält. So, kann ich denn da jetzt die Wände wohl dran setzen? Na, die Tür brauche ich noch nicht, wenn dann die. Setzt der die da dran? Doch, tut er tatsächlich. Okay, müssen wir mal kurz was testen. Wenn ich jetzt hier die Decke draufsetze, kann ich dann. Doch, da komme ich dran. So, das heißt, die BKE wäre dann hier in dem Felsen quasi versteckt. Ich habe auch noch eine weitere BKE gebaut. Die würde ich dann versuchen, hier irgendwie. Wobei, da ist sie nicht wirklich geschützt, ne? Da wäre sie geschützt. Ich packe die mal hier hin. So, ich glaube, das kann nicht schaden. Das wird jetzt die neue BKE. Stelle ich mal wieder hin. Und dann habe ich hier einmal eine Tür. Und ja, angeln würde ich ganz gerne. Ich weiß halt nicht, das testen wir jetzt mal gerade. Wenn ich jetzt hier die Tür dran setze, komme ich da überhaupt raus? Nur mit Bücken. Nee, das hat keinen Sinn. Und auf die Seite komme ich auch nicht durch. Doch, mit Bücken würde ich hier durchkommen. Okay, mir ging es jetzt einfach darum, ich würde hier gerne noch einen Ofen reinstellen, so dass ich hier die Möglichkeit habe zu angeln. Das heißt, ich kann mich hier mit Bücken einmal rausbewegen und hier zu meinem Angelplatz rüber rennen und das Zeug dann auswerfen und dann kann ich hier einfach mit Bücken wieder reingehen. Okay, nee, das ist in Ordnung, das kann so bleiben. So, das hier ist jetzt die Main Base mit dem Wegweiser dabei. Das kann alles genauso bleiben. Dann laufen wir jetzt einmal wieder zurück in die Hütte. Wir können den Fisch essen. Ja, guck mal, jetzt hatte ich so viel Zeug eben wieder verbrennen lassen. Weil ich dachte, meine Werte sind voll. Aber dadurch, dass ich jetzt geangelt habe, sind meine Werte wieder im Eimer. Müssen wir gleich nochmal was besorgen. Genau, und dann können wir hier einmal reingucken. Die Masse ist schon soweit. Für den Topf brauchen wir übrigens 200 Masse. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Die sechs Eisendinger sind jetzt fertig. Die 20 hiervon haben wir auch. Machen wir so. Und so. Und so. Und dann müssten das 20 sein. Perfekt. So, und dann haben wir die sieben Kleber, die 20 hiervon und die sechs davon. Ist das auch schon mal alles am Start? Sehr geil. Ja, und dann brauchen wir halt, wie gesagt, noch 1000 Strom. Das ist kein Problem. Aber die 200 Masse, die werden halt noch mal ein bisschen Spaß. Warten wir eben drauf, dass die Masse voll läuft. Ich habe hier auch noch mal ein bisschen was verändert. Ich habe nämlich die Pistole jetzt einstecken. Dadurch, ich habe einen ganzen Stack, also 100 Schuss habe ich jetzt in der Kiste liegen. Das heißt, ich werde jetzt einfach die überschüssige Pistolenmunition plus die Pistole immer mit mir führen. Das Lämpchen kann ich dann runter machen, wenn es dunkel wird. Und dann kann ich dafür sorgen, dass ich da noch ein bisschen mehr Möglichkeit habe, mich zu verteidigen. So, dann nehmen wir das hier schon mal mit, dass wir den Strom gleich wieder voll kriegen, sobald die Masse hier hochgepumpt ist.
Okay, ich dachte jetzt, ich mache kurz einen Schnitt, bis wir drüben sind, aber ich sehe gerade hier meine Beete sind, beziehungsweise bis die Masse drin ist. Meine Beete sind fertig, dementsprechend gehen wir jetzt hier erstmal bei und holen das Zeug da raus. Muss ich auch mal reparieren, ne? Mein ganzes Dach hat schon wieder richtig Schaden genommen. Hier, guck mal, Baumwolle ohne Ende, sehr cool. Das ist alles schon durch. Wie sieht es hier aus? Ja, die muss ich auf jeden Fall reparieren. 21 Baumwolle, das ist schon mal nice. So, und dann haben wir hier die Tomate. Können wir beide futtern. Und dann gucken wir mal, was ich unten für Samen habe. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgeschaut, was ich alles brauche, um die Sachen zusammenzubauen. Beziehungsweise diese, sag schnell, dieses eingelegte Gemüse da zu machen. So, das hauen wir jetzt mal alles hier rein. Und dann wissen wir ungefähr, was wir noch brauchen. Baumwolle kann in die Kiste, das ist auch sehr gut. Die Kiste ist auch noch vollständig. Ich habe noch ein bisschen Holz, Hammer und Nägel. Dann gehen wir oben noch schnell die Beete reparieren. Solange das Wasser noch Wasser ist, füllen wir auch noch mal schnell die Flasche hier auf. Und jetzt, wo ich den Wolf da hinten sehe, holen wir uns mal eben noch mal ein bisschen Frühstück rein. Natürlich bist du ein 105er. Naja, was soll's. Ah nee, das ist mir zu blöd. Laufen wir einmal hin und her. Wieso kriege ich denn jetzt bei minus 1 Grad Kälteschaden? Weil ich nass bin? Machen wir nochmal safe. Wahrscheinlich. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Eigentlich ist der Pfeil völlige Verschwendung. Aber ist egal. Huch, muss die Axt noch... Ne, jetzt habe ich die Axt da drin. Okay, dann Wasser rüber. Meine Axt bitte wieder her. So, dann kochen wir den Burschen einmal ab. So, dass wir da was zu essen haben. Und dann kümmern wir uns oben noch um die Beete. Wie sieht es mit Fett aus? Immer noch nicht genug. Okay, so, wie sieht es denn aus? 153 haben wir. Also ein bisschen was brauchen wir auf jeden Fall noch. Hier habe ich jetzt nichts, was ich gerne loswerden wollen würde. Hier hätte ich noch mal eine Baumwolle. Hier ist auch nichts, was ich loswerden wollen würde. Das können wir mal mitnehmen. So, wie sieht's aus? Passt, dann gehen wir einmal kurz hoch. Dann sollte das Fleisch gleich fertig sein, wenn wir wieder da sind. Reparieren einmal den ganzen Spaß hier. Macht, glaube ich, auch 80, ne? 93, 72, jawohl, sind 80. Ach, kein Holz mehr. Okay. Machen wir einfach eine bunte Mischung fertig. Wie sieht es mit den Werten aus? Ah, ne, da brauchen wir jetzt auch noch nichts nehmen. Das hat keinen Wert. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Dass wir drinnen noch was reparieren können. So, der eine Baum reicht erstmal. Fleisch ist nämlich durch. Zack, können wir das schon mal essen. Und jetzt nehmen wir noch mal den Hammer und zielen hier noch mal auf die Decke. Die hat nämlich ordentlich was abgekriegt. Und die hier hinten, glaube ich. Oh ja. Können wir noch einen machen. Aber gut, ist egal. Da kümmern wir uns später drum. Jetzt erstmal raus mit dem Kram. Ich will ja auch noch mal losrennen. Jetzt wird das nix. So, das rüber. Mal wieder hier unten hin. Das brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. Den Rest behalten wir. Hier noch ein paar Pfeile zum Auffüllen. 10 Stück hätte ich gerne. Und dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Strom nochmal auffüllen. Passt. Das Ding ist aus. Ah ja, weil ich nichts mehr habe. Schmeißen wir rein. Kommen wir auf jeden Fall mit klar, dass wir da ein bisschen was reinkriegen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf die Socken. Und gucken mal, was wir so auftreiben können. Da wäre schon mal die erste Kiste. Sehr schön. So, wir brauchen noch 50 Masse. 50 Masse wären jetzt also nochmal irgendwo was 10 Algen. Wenn ich hier irgendwo am Ufer was sehe, packe ich die mit ein. Und ansonsten hacke ich dann wie gewohnt einfach Holz unterwegs. Ich habe aber diesmal ein ganz bestimmtes Ziel. Und zwar will ich wieder zu meiner Base-Location da hinten hin.
Da wäre schon mal eine Alge, weil da ist halt einfach die Situation, dass ich da wirklich ein paar Spots kenne, wo Premium-Kisten spawnen und ich die einfach eben ablaufen kann. Irgendwo wird da schon mal wieder eine auftauchen. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht schon wieder ein Angriff, aber nee, die weisen mich nur freundlicherweise darauf hin, dass ich ein Wärmekit habe. Was ich aktuell wieder nur bräuchte, weil ich nass bin, aber das ist mir egal. So. Oh, ein Wolf. Naja, so beschleunigt sich die Reise darüber auf jeden Fall. Ich konnte jetzt leider auch noch nicht auf weitere Kommentare eingehen, weil ich nehme das hier jetzt gerade am Donnerstag auf. Da seht ihr die Folge, wo ich das eine Kommentar mit den Premium-Kisten abgelaufen bin. Leider erfolglos. Und ich muss jetzt, weil ich das gesamte Wochenende auf einer Geburtstagsfeier bin, bis Dienstag quasi vorproduzieren. Ah, Mist, schade eigentlich. Nur mal auf dem Rückweg. Erze gibt es hier genug. Da ist schon wieder ein Wolf. Geh mal hier lang. Genau, und dementsprechend habe ich jetzt hier quasi die Folge von Samstag, die ihr gesehen habt. Und die Folge von heute, was Montag sein müsste, schon soweit vorproduziert. Und das gleiche gilt dann auch für die morgige Folge noch, damit ich da ein bisschen habe, weil die Problematik ist, oder was heißt Problematik, dadurch, dass ich die Videos jetzt in einer ja, besseren Quali aufnehme als vorher, sind die Upload-Dateien bzw. die fertigen Videos hier zwischen 30 und 50 Gigabyte groß, also schon recht riesig. Und da braucht der Upload schon mehrere Stunden und das Rendern dementsprechend auch. Ja, und deswegen kann ich nicht einfach kurz vor knapp irgendwas machen. Das ist auch der Grund, als ich krank war, dass das Ganze noch einen Tag weiterlief und danach dann Feierabend war, weil ich normalerweise innerhalb der Woche eigentlich immer die Folge von morgen quasi heute produziere. Nur ja, wenn halt was ansteht oder Wochenende, dann muss ich mich halt darum kümmern, das ein bisschen vorzuarbeiten, dass das dann alles vernünftig läuft. Und ja, wie gesagt, bis Dienstag eben darum, weil ich weiß nicht genau, wann ich Sonntag nach Hause komme und dann im halb verschlafenen Kopf am Montag hier noch irgendwas reinzudrücken, damit das der Content weiterläuft, finde ich dann auch irgendwie doof. Dementsprechend produziere ich die Folge dann auch lieber nochmal vor. So, nee, da will ich ja gar nicht hin. Ich will hier hinten hin, weil ich weiß, dass es hier die Kisten gibt. Jetzt muss ich nur wieder gucken, wo ist der olle Wolf? Er hat abgelassen, sehr gut. So, da wollen wir lang. Da oben ist noch eine Kiste. Wo mal erst die Faser, dann die Kiste. Problem ist, dass wir hier jetzt berghoch laufen und es dementsprechend auch immer kälter wird. Yes, Baby. Endlich. Endlich eine Premium-Kiste. Verdammte Hacke, noch eins. Das war ja eine Geburt diesmal. So. Mal sehen, was wir kriegen. Trommelwirbel. Zweimal Baumwolle. Sehr geil. Die vier Legierungen sind sehr gut. Nochmal Baumwolle. Die sind auch, ja, ist okay. Hätte besser sein können, aber ist trotzdem okay. Beschwere ich mich nicht drüber. Da war einiges bei, was wir gebrauchen können, gerade weil ich ja jetzt das BKE-Ding neu aufbaue. Und das ja auch komplett aufgewertet wird. Achso, ich habe vergessen, den anderen Basiswegweiser abzustellen. Dementsprechend habe ich jetzt zwei Punkte, aber ist nicht schlimm. Ist im Winter vielleicht gar nicht so schlecht, dann sehe ich sie wenigstens besser. Ne, hier ist zu hoch. Wir gehen wieder runter. So, dass wir irgendwo hinkommen, wo es keinen Schaden gibt. Ja, und jetzt brauchen wir noch Holz. Und zwar im Prinzip 50 Dinger. Sind also so ganz grob überschlagen. So 20 Bäumchen. Werde ich jetzt auf dem Rückweg immer Stück für Stück mitnehmen, damit wir da hinkommen. Aber erst will ich wieder ins niedrigere Gefilde. Beeil mich. Das geht sowas von in die Buchse. Ja, das war mir klar, aber ist egal. Einen können wir ab. Ausdauer haben wir genug. Minus 3. Noch ein bisschen tiefer müssen wir. Jetzt komme ich hier wieder an den Stein mit den vielen Erzen und kann wieder nichts abbauen, ne? Weil ich. Nee, noch nicht. Da vorne ist der. Dann sollte der Wolf hoffentlich losgelassen haben. Ich höre nichts mehr. Er ist weg. Sehr gut. Hat meiner Ausdauer jetzt auch nicht so gut getan. Mal irgendwas, was ich schnabulieren kann. Eine Beere.
Und das war's. Nun gut, weiter geht's. Holen wir uns hier mal die Erze ran. Ich hoffe, die sind noch da. Das waren zwei oder drei Stück. Hier ist ein Eisen. Das Wasser ist immer noch nicht gefroren, ne? Wir müssten schon Dezember haben. Interessant. Und irgendwo hier habe ich noch einen gesehen, aber der ist, glaube ich, schon geplatzt. Oder war der hier dran? Ne, der ist geplatzt. Okay. Ist nicht schlimm. Weiter geht die Reise. Oh, wir haben endlich eine Premium-Kiste. War eigentlich auch keine schlechte. Also kann ich mich nicht drüber beschweren. Das, was wir da rausgekriegt haben, ist schon super. Mit den Legierungen kann ich auf jeden Fall schon die Wand, wo die BKE dran hängt, aufwerten. Haben wir das schon mal in trockenen Tüchern, die ganzen Baumwollsamen alleine. 5 Stück. Das hilft auch noch mal ungemein weiter. Wo bist denn du? Ach, da oben. Gucken, ob ich dich noch abgehängt kriege bis zu dem großen Baum. Aber wir brauchen ja Holz. Holz ohne Ende. Er hat abgelassen, sehr gut. So, das war der erste Streich. Und ich nehme jetzt hier erstmal alle Bäume mit und hole euch gleich wieder da vorne bei dem letzten Baum dazu. So, da haben wir noch mal ein bisschen was bekommen. Ist nicht annähernd genug, glaube ich. Das ist da ein Wolf. Wenn es einer wäre, wäre der schon auf mich losgegangen. Er ist einfach eine Pflanzenfaser. Jesus. Da wächst noch irgendwas. Jetzt wird es auch schon wieder kalt, ne? Also ihr merkt schon, Winter ist wieder kein Spaß. Wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, wo ich mich auch kaum noch bewegen kann. Wasser ist noch nicht gefroren. Komm, machen wir nochmal einen voll hier. Hagebutten sind wieder am Start. So, was haben wir denn hier Schönes? Das kann alles rein in die Kiste. Die Alge kann ich gleich schon mal einstampfen. Die kann ich essen. Das kann alles rüber. Nee, das reicht noch bei weitem nicht. So, dann den Krempel noch rüber. Die Samen kommen hier unten hin. Davon packe ich eine rüber, die anderen brauche ich gleich für ein Upgrade, was ich durchführen möchte. Und dann sind wir ja schon wieder durch mit einem. Nehmen wir den schon mal mit. Basteln uns gleich einen neuen. Das rüber, anzünden, die beiden rein, das wieder her. Naja gut, wir sind kurz davor. Also da fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel. Ich denke, das kann ich auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Das passt. Halt, das wollte ich doch behalten. Das sollte rüber. Nehme ich mir den Hammer schon mal mit. So, und dann machen wir morgen früh gleich das Upgrade. Ich besorge jetzt noch ein bisschen Holz, so dass wir definitiv in der Lage sind, nach Anbruch des oder nach im Morgengrauen die Sachen dann alle soweit fertig zu machen und den Kochtopf zu bauen. Also bis gleich. So, der Morgen ist angebrochen. Der See ist inzwischen zugefroren. Ich werde schon wieder von weißen Wölfen belagert. Da kümmern wir uns gleich drum, weil ich brauche unbedingt Protein. Vorweg aber erstmal noch ein Upgrade für die Wand da hinten, dass wir die Baumaterialien gleich los sind. Und dann holen wir uns die beiden Wölfe. Und ich denke mal, dann sind wir auch schon so weit, dass wir endlich den Kochtopf bauen können, damit ich weiß, was wir da noch so brauchen. Ach so, siehst du, eine Wand müsste ich eigentlich noch bauen und zwei Türen. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Für die Wand noch mal 4 Bretter, die dürfte ich haben. Und zwei Türen noch mal 8, also 12 Bretter insgesamt. Okay. Ich habe schon angefangen, die Dinger hier zu basteln. Einfach aus dem Grund, weil als nächstes der Hühnerstall ansteht, dass wir da schon mal ein bisschen was vorbereitet haben. Dann können wir die beiden da eben reinknallen. Den Hammer können wir jetzt erstmal wegräumen. Sieht's denn aus? Wobei, wir sind jetzt so kurz davor. Komm, dann machen wir den einen Wolf hier vor der Tür. Ach ja, der geht ja stiften, wenn ich auf dem Ding stehen bleibe. Ich Idiot da.
muss ich noch mal laufen. Kriegen wir aber hin. Da ist er. Ja, jetzt kriegen wir ihn auf jeden Fall mit 2 Schuss. Er hängt mir auch schon direkt im Nacken. Sehr schön. Ali hopp. Bleib stehen. Sei ein braves Hündchen. Lauf nicht so weit weg. So ist gut. Und. Gut, muss ich halt nachlaufen. Was soll's. So. Nehmen wir das hier mit. Oh, guck mal, das hat sich gelohnt. Jetzt muss ich nur einmal eben Hände waschen. Und mit Schnee auffüllen. Oh, guck mal, genau passend. Das mit dem... Ach, jetzt vielleicht auch mal mitnehmen sollen. Bett rüber. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und dann haben wir... Nein, ich brauche 30 von diesem Zinkzeug. Habe ich Gott sei Dank. Wer hätte es gedacht? Ich habe sogar 50 davon. Sehr cool. So. Kochtopf läuft. Generator läuft. Und... Das hier läuft auch wieder. Dauert noch einen Moment. Das ist fast fertig. So, und dann können wir gleich mal gucken, was ich brauche, um diese Dinger überhaupt zu basteln. Hier, diese Einmachgläser da. Wie geht denn das nochmal? Ausstattung. Zack. Zubereitung. So, Heilkräuter, Karotten und Zwiebeln. Nachteil an Heilkräutern ist, die kann ich nur wild finden. Natürlich gibt es auch Samen dafür, aber die, also du kannst zum Beispiel aus Karotten kannst du einfach Samen machen und Zwiebeln auch, aber bei Heilkräutern geht das nicht. Und hierfür brauche ich Hagebutten. Ach, das ist auch nur das Zeug, was du draußen findest. Okay, das heißt, sobald ich einen Kühlschrank habe, muss ich die auf jeden Fall immer aufheben, dass ich mir die Beerenmarmelade draus zaubern kann. Und das Gemüse Chutney, ein herzhaftes und aromatisches Gemüse Kräuter Chutney, auch ungekühlt haltbar. Sehr schön, das ist das, was wir haben wollen. Also brauche ich vom Beetverhältnis her, wenn wir 10 Slots haben, würde ich da 4 Zwiebeln und 6 Karotten reinmachen und dann sollten wir Gemüse-Chutney-technisch eigentlich am Start sein. So, mal gucken, ich habe so ein Beet definitiv oben noch nicht, aber wir können mal eben schauen. Oh, mein Fleisch. Wir gehen mal einmal eben hoch und gucken mal, was ich da vielleicht schon rausbekommen kann. Sind das Zwiebeln? Jawohl. Wir das Verhältnis zumindest schon mal irgendwie haben. Also 2:3 ist das Verhältnis. Ach, die hier hinten sind so kaputt, ne? Da muss ich auch noch mal bei. So, was haben wir denn hier? Hier hätte ich jetzt welche fertig. Hier haben wir aktuell... Ach, guck mal. Hier sind schon 1, 2, 3... Ne, das sind Kartoffeln, oh Gott. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Karotten und eine Zwiebel. Das heißt, ich müsste noch 2 Karotten machen und 3 Zwiebeln, richtig? Kann ich gar nicht. Also, hier wird jetzt erstmal noch mal eine Zwiebel auf jeden Fall dazukommen. Und noch eine Zwiebel. Das habe ich jetzt gesagt, ich würde machen 4 Zwiebeln, 6 Karotten, ne? 1, 2, 3, 4. So, und dann habe ich hier 2 Zwiebeln und hier eine sind 3. Das heißt, eine Zwiebel könnte ich noch und noch eine Karotte. Ja, komm, ich mache das Ding jetzt mal komplett leer. Und das nächste, was frei wird, wird dann auf jeden Fall eine Karotte werden. Und die mache ich nochmal zusammen, weil die brauche ich ja auf jeden Fall. Das habe ich denn hier eigentlich eingepflanzt. Also, hier haben wir jetzt nur einmal Kartoffeln drin. Das ist also uninteressant für mein derzeitiges Vorhaben. Der Rest ist voll mit Tomaten. Hier kriegen wir also nochmal ein ganzes Tomatenbeet raus. 1, 2, 3 Zwiebeln, eine Karotte. Hier hätten wir die 4. Zwiebel. Es fehlt eine Karotte, aber die fehlt uns ja insgesamt noch. Also dementsprechend haben wir hier jetzt noch eine Baumwolle, 2 Kartoffeln drin. Da mache ich jetzt hier mal 5 Samen. Und den Rest hebe ich mir zum Essen auf, dass wir das auch schon mal haben. So, jetzt gucken wir mal, was hier drin gerade fertig geworden ist. Ach, wir brauchen noch mehr Fleisch, ne? Dann müssen wir gleich nochmal schnell los. So, das lagern wir einmal ein. Wir haben ja schon wieder 5 Baumwolle bekommen. Super duper.
Das ist richtig cool. So, dann hauen wir den dahin. Kann das in der Zeit erstmal durchlaufen. Hier passt soweit alles. Haben wir noch Holz? Haben wir. Und Nägel haben wir auch. Dann repariere ich einmal kurz diese beiden Deckenelemente hier, bevor sie mir wegbrechen. Der Hammer ist weggebrochen. Aber gut, habe jetzt eh nichts mehr zu reparieren. So, irgendwas wollte ich doch noch bauen, wofür ich die Bretter brauchte, die Seile und auch die Nägel. Und zwar war es, glaube ich, noch eine Wand und eigentlich auch noch zwei Türen. Zwei Türen kann ich jetzt nicht, aber die Wand geht. Bauen wir die schon mal. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und besorgen uns mal das Wölfchen. Ein Schnäppchen. Keine Ahnung, warum der da halb tot auf meinem Eis rumsteht, aber ist mir egal, ich nehme mit. Okay. Ist nur ein bisschen spooky. Keine Ahnung, was das war. Da kommt schon wieder. Oh, guck mal. Ich nehme den Wolf trotzdem mit. Nehmen wir den, der ist ein bisschen billiger als der Weiße. In den Popo. Jetzt so den Sprung nicht verkacken, sonst tut's weh. Einmal und zweimal. Herrlich. Alles nehmen, nochmal Hände waschen. Mal eben einmal hier am Schnee auffüllen, den Spaß. Und dann gehen wir das verarbeiten und dann sollte ich. Achso, Quatsch, ich wollte ja die eine Wand noch schnell aufstellen. Ist eh minus 8 Grad. Also raus können wir eh nicht. Ärgerlicherweise. Das heißt, ich stelle jetzt hier erstmal die eine Wand noch hin. Warum müssen die jetzt falsch rum? Weiß keiner so genau. Jetzt ist sie richtig rum. So, zu die Butze. Und dann, wie gesagt, hier kommt noch ein Ofen rein. Den stelle ich hier in die Ecke. Und dann ist das BKE-Ding eigentlich echt gut geschützt, ne? Machen wir einmal kurz von hinten nochmal gucken. Hier müsste noch irgendwas hin. Vielleicht stelle ich da noch eine zweite Wand hin oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber das Ding hier wird auf jeden Fall komplett aufgewertet. Die Türen mache ich komplett zu. Andere Sache ist, brauche ich hier überhaupt diese olle Tür? Ich kann auch einfach hier hinten gerade lang latschen. Wenn ich hier einen Ofen drin habe, müsste das doch eigentlich auch ausreichen. Ich denke, das geht. So, mal wieder schnell rein ins Warme. Wir sind schon wieder halb tot. Geht so schnell. So, das können wir einlagern. Das kommt rüber. Das sammeln wir wieder hier. Dann gibt es was zu essen und was zu trinken. Boah, die Werte sind echt eine Katastrophe, ne? Komm, dann machen wir noch einen voll mit Schnee. Dann haben wir es gleich hinter uns. Reicht das hier schon? Ja, ne? Ja, perfekt. So, und dann können wir mal planen, was wir als nächstes basteln. Und zwar würde ich sagen, dadurch, dass ich das hier fertig habe, was brauche ich eigentlich noch? Eine Flasche mit Wasser. Verbraucht die sich jedes Mal? Nee, ich glaube, die ist dann einfach leer und ich behalte sie im Inventar. Hoffe ich zumindest. Sonst muss ich die immer wieder nachbauen. Aber so teuer sind die eigentlich auch nicht. Ansonsten. Ach, und ein Glas brauche ich auch. Das sehe ich ja kaum. Hier hängt das ja so ein bisschen raus. Einmachgläser, wo kriege ich denn die weg? Wahrscheinlich hier, ne? Da sind sie. 6 Glasfragmente für ein Glas. Okay, die muss ich dann auch noch mal besorgen. Keine Ahnung, ob die sich dann nachher verbrauchen. Müssen wir mal rausfinden. Jetzt höre ich da draußen schon wieder. Da ist ein Elsch. Ja, nee, komm. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Ganz ruhig bleiben. Das hat immer noch nicht gereicht, ne? Macht nichts. Holen wir uns einmal noch einen. Wie viele Pfeile hat er noch? Oh, zu wenig. Immer noch zu wenig. Was kostet der Hühnerstall? Der steht ja jetzt als nächstes an. Angeln kann ich jetzt im Winter eh nicht großartig. Da bringt der Ofen nichts. Das kann ich in der nächsten Saison nochmal machen. Die beiden habe ich. Das habe ich. 12 Nägel dürfte ich noch haben. Ei. Und was haben wir noch? 8 Bretter. Ja gut. Das heißt, ich muss nochmal Holz farmen. Das werde ich nach der Folge auch auf jeden Fall tun. Und dann können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hier unser schönes Hühnchendingen bauen.
Ich hätte jetzt nur noch ganz gerne noch einen Wolf. Irgendwie, dass ich noch was zu essen vernünftig habe. Bringt ja auch nichts, wenn ich rausrenne, um einen Wolf zu holen und dann halb tot bin, wenn ich wiederkomme. Ist noch eine Hagebutte, die nehme ich natürlich mit. Hier ist kein Tier. Nö, nix. Da ist eine Kiste. Na gut, egal. Jetzt noch länger hier draußen rumrennen, da verliere ich ja nur wieder einen Haufen Werte. Habe ich schon. Bin schon wieder halb leer. Das ist unfassbar, wie schnell das geht. Ne? Durch meine Sprinterei heißt das halt. Wenn ich einfach schleichen würde, dann würde ich nicht so viel verlieren. Da ist ein 120er Wolf. Der braucht nochmal einen Pfeil extra. Ne, komm. Das hat keinen Wert. Muss meine Axt. Hier nutze ich den Rückweg jetzt zumindest gerade noch, um ein paar Bäumchen mitzunehmen. So, da werde ich angeknurrt. Kommt der mit? Ja, der kommt mit. Ja, los, komm, dann nehmen wir den jetzt noch mit. Da habe ich ja, was ich wollte. Darf mich jetzt nur nicht beißen. Wenn der mich erwischt, war es das. Da oben ist noch eine Kiste. Können wir auch gleich noch schnell holen, wenn ich es denn lebenstechnisch noch hinkriege. So, zwei Pfeile und du bist erledigt. Okay, das hat geklappt. Runter auf 16 Leben. Nee, das ist mir zu knapp, Leute. Das meine ich. Da gehe ich doch lieber wieder rein in die gute Stube. Haben wir jetzt noch was zu essen bekommen. Dann versuche ich mir gleich noch die Kiste unter den Nagel zu reißen. Bisschen was für Bretter haben wir bekommen. Aber das war's dann auch. So, aber wenigstens noch was zu essen. Das heißt, langsam draußen rumrennen kann ich. Das sollte kein Problem sein. So, also das kommt dahin. Das kommt dahin. Das brauchen wir nicht. Was braucht man noch? 7 von denen und 12 Nägel. So, dann habe ich die Materialien schon mal zusammen. Das passt. Tank nochmal auffüllen, dass das auch weiterläuft. Läuft der überhaupt noch? Ja, ne? Was brauchen wir sonst? Rom haben wir genug. Jetzt noch 40 Masse. Ja, los, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das sollte kein Problem sein. Und dann haben wir den Hühnerstall auch. Und dann kümmern wir uns da noch um die Upgrades. Und dann haben wir infrastrukturtechnisch eigentlich alles, ja, bis auf den Kühlschrank, ne? Aber für den brauchen wir 1200 Strom. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall nochmal einen Stromspeicher hinterherziehen. Aber das hatte ich ja jetzt eh angekündigt. Und ich denke mal, ich muss gucken, wie ich es jetzt zeitlich hinbekomme. Vielleicht ist das jetzt auch schon der Punkt, an dem ich diese größere Offscreen-Session einlege, wo ich dann einfach gucken werde, dass ich hier im Umkreis immer im Kreis renne, Holz sammle, die Kisten mitnehme, die hier so aufploppen. Wobei, kommen die beiden Kisten holen wir noch, während ich erzähle. Und ja, dann hier die Sachen soweit fertig baue, da hinten noch die eine Wand austauschen, wo jetzt aktuell die Tür drin ist. Das ist ja auch Quatsch, das so zu lassen. Und noch ein paar Stromspeicher aufzustellen. Das wäre so mein Traum, das alles soweit fertig zu kriegen, so dass wir da einen kleinen Boost auch noch mal reinbekommen. Und dann, wenn der Winter vorbei ist, können wir dann wie gewohnt hier mit ordentlichen Loot-Ausflügen weitermachen und sind dann der Höhle auch schon ein ganzes Stück näher gekommen. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.